als mein Großvater noch ein ganz kleiner Stäbke war. Da überlegte er einmal zusammen mit einem Freund, was denn wohl die allerschlimmste Sünde sein würde. Und sie überlegten hin und her und malten sich das so richtig schön schaurig aus und irgendwann kamen sie zu ihrem Ergebnis. In ihrem Verständnis, die schlimmste denkbare Sünde wäre, am Karfreitag Blutwurst zu essen. Am Karfreitag Blutwurst essen. Das wäre das Übelste, was denkbar wäre. Weißt du, wir Menschen wissen, dass wir ein Problem in unserem Leben haben, was wir Sünde nennen. Sünde ist alles, was uns von Gott trennt. Was immer in unserem Leben dazu beiträgt, dass es uns von Gott trennt, das nennt die Bibel Sünde. Und das kann für unterschiedliche Menschen im gewissen Rahmen auch sehr unterschiedlich sein. Wir wissen, wir brauchen Vergebung für unsere größte Sünde, für das Allerschlimmste, was denkbar ist in unserem Leben. Aber weißt du was, wir brauchen genauso Vergebung für unsere allerkleinste Sünde. Denn wenn es uns von Gott trennt, ist es etwas, was Ewigkeitswert hat, wo wir keine Chance haben, zu Gott zu kommen. Und wir müssen diese Macht der Sünde loswerden. Das geschieht, indem wir im Glauben das annehmen, dass Jesus für unsere Schuld, für unsere Sünden am Kreuz bezahlt hat, gestorben ist und indem wir das für uns persönlich im Glauben in Anspruch nehmen. Die Bibel sagt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Oder anders formuliert, sie sagt, vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Oder wie es im Psalm 130 heißt, wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Die Sünde trennt uns von Gott. Und alle Sünde unseres Lebens muss getilgt werden, damit der Weg zu Gott frei ist. Die größte wie die kleinste. Das geschieht im Glauben, indem du in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus trittst. Wenn du das noch nicht getan hast, haben wir einen Clip mit einem Gebet für dich vorbereitet, wo du das tun kannst. Oder erneut tun kannst, wenn du den Eindruck hast, dass das für dich dran ist. Ich lade dich ein, das zu tun und hineinzutreten in ein Leben, wo es diese Trennung zu Gott nicht mehr gibt, wo die Sünde erledigt ist und wo du in einer wunderbaren Einheit, einer guten Beziehung zu deinem himmlischen Vater leben kannst. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.